So, unsere Projekte laufen auch. Und da ist, wir haben jetzt 11 Tage hinter uns. ja, aber wir werden jede Menge Geld einnehmen und gar nicht so viele Aktionspunkte. Oh, die diplomatische Aktion Beziehungen verbessern wurde erfolgreich mit Salomonen umgesetzt. Wie schön. Diplomatische Aktion Beziehungen verbessern wurde erfolgreich mit Papua-Neuguinea umgesetzt. Die in Frankreich durchgeführte diplomatische Aktion Beziehungen verbessern ist fehlgeschlagen, das weitere Konsequenzen nach sich zieht. Na toll. Schade. Jetzt würde ich, also hier ist halt, diese Insel gehört zu Frankreich. Weiß ich nicht. Wollen wir mal. Er hat jetzt gesagt, Also lass uns ich bin mit. Ja? dafür, die diplomatischen und die Handelsbeziehungen so Hand in Hand zu entwickeln. Ja. So mit den kleinen Staaten und Australien. Dann würde ich doch mal sagen, Fidschi ist so Mittel. Da würde ich jetzt mal positive Aktionen Beziehungen verbessern. Draufwerfen. Das ist super. Unsere Regierung, unser Parlament stimmt dem auch zu. Bestätigen wir das mal. Und mit Papua-Neuguinea hier. Wie sieht es da jetzt aus? Das ist noch nicht grün, aber da hat es geklappt, die Beziehungen zu verbessern. Deswegen würde ich doch da mal Investitionen starten. Ja. BP-Wachstum steigt und ja, wir kriegen Investitionen. Das kostet relativ wenig, vor allem von Aktionspunkten relativ wenig. Das würde ich zumindest probieren. Ja. So, die 65 sind jetzt ein bisschen knapp, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, hier ist Indonesien. Da würde ich Beziehungen verbessern. Okay. Und ich würde halt auch noch mal so ein bisschen, also Beziehungen verbessern ist so 25 und 15 kann man irgendwie so raushauen, habe ich gerade so das Gefühl. Wäre jetzt so mein, das wäre jetzt so das nächste, das so um die Ecke liegt. Und dann würde ich Japan machen. Gerne. Auch Beziehungen verbessern. Wenn es fehlschlägt, ist das minus 5. Das ist nicht so schlimm. Wenn es gut läuft, ist das ein ordentlicher Bonus. Oh. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Ja, das ist ja. Das ist ja super. Das heißt, jetzt haben wir 123. Jetzt können wir mal gucken. Wir könnten eine Blockaktion starten. Wir könnten zum Block hinzufügen auswählen. Würde ich noch nicht machen. Ich würde mit Ihnen erstmal versuchen, diese Handelsbeziehungen einzugehen. Investitionen oder Ja, ne, na, entweder Investitionen oder das Handelsabkommen. Ich glaube, das Handelsabkommen Handelsabkommen geht noch nicht. 70%. Geht es schon inzwischen? Ach, wir brauchen Investitionspunkte. Also investieren und dann Handelsabkommen und dann Genau. nach dem Block. Positive, mal gerade gucken. Ja, also positive Aktion, Investition. Ja. 150, 25, ja, das geht auch. Kostet uns echt nicht viel. Nee. Also raus damit. Ah, und da ist der Monat vorbei und gucken wir mal auf Steuer. Immer noch null Unzufriedenheit und unser BIP wächst. So, unsere Projekte brauchen ja ansonsten auch noch ein bisschen, oder? Bis sie soweit sind. Projekt Straßeninfrastruktur noch 15 Tage und Projekt Modernisierung der Landwirtschaft noch 39 Tage.
Wir könnten auch was bauen, oder? Nee. Doch. Ja, könnten wir. Also, im Wasser, wir könnten eine Werft bauen. Dafür hätten wir die Technologie. Das würde ich gut finden. Okay, diplomatische Aktion, Beziehung verbessern, in Indonesien erfolgreich umgesetzt. Diplomatische Aktion, Beziehung verbessern, wurde erfolgreich mit Fidschi umgesetzt und wir haben einen Wohlwollenspunkt. Dann können wir ja da auch investieren. Ja. Genau, das mache ich doch mal gerade. Fidschi. Ja. Also Investitionen, da brauchen wir auch gar nichts für. Ja, es ist super. So, und Indonesien haben wir. Gerade mal gucken, muss auf unseres gehen. Ja, das ist jetzt. Zeigt er mir denn Indonesien an? Beziehung 101. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob wir da noch was mitmachen. Das hat jetzt einmal funktioniert. Die Werft. Die Werft. Hier unten hin oder da oben? Kommt drauf an, wo wir den Offshore-Windpark, falls wir ihn bauen wollen, hinbauen wollen. Oder die schwimmende Stadt. Aber ich glaube, die Werft ist hier ganz praktisch. An ja, der Stelle. Weiter oben, ne? Hm. So, politische Zustimmung ist auch da. Wir brauchen. Oh, wir brauchen 4000 Aktionspunkte. Ja, dann können wir die Werft noch nicht bauen. Ja. Das ist korrekt. Dann können wir gerade gar nichts machen, außer warten, oder? Ja, wir können weiter diplomatische Dinge tun. Projekt Straßeninfrastruktur wurde umgesetzt. Das heißt, wir haben ein neues... wir haben einen freien Projektplatz. So, Modernisierung der Landwirtschaft wird umgesetzt. Wie sieht es denn im Bereich Diplomatie aus, wenn wir so in die Richtung gehen wollen? Wäre das ja, vielleicht ganz interessant. Sehr gut. Politik der Diplomatie. Etablieren Sie grundlegende diplomatische Protokolle, mit deren Hilfe wir mit anderen Ländern zusammenarbeiten können und nicht Angriffspakte bilden können. Relativ günstig. Und Studien internationale Beziehungen. Die Annahme internationaler Beziehungstheorien wird Ihnen dabei helfen, die komplizierten Abhängigkeiten der diplomatischen Welt besser zu verstehen. Oh Gott, ich erinnere mich gerade an meine eigenen Vorlesungen und generell Lehrveranstaltungen im Bereich internationale Beziehungen. Huiuiui, und deswegen hätte ich gern Politik der Diplomatie. Ja, das ist sehr günstig von beiden Sachen. Und Unterhalt ist auch günstig und wir können das Aktion freigeschaltet, wir können dann nicht Angriffspakt. Und wir kriegen einen Index für menschliche Entwicklung plus. Super. Ja, 85 Tage. Das machen wir mal. Weil solange das nicht viel kostet und nur Zeit braucht, dann ist das ein super Projekt, was wir gerade anschieben können. Ich finde es spannend. Es ist ein langsamer Start, weil man dann doch echt... Und unsere Aktionspunkte, der Zugewinn steigt. Also das geht nach oben, weil wir auch gerade genau die Projekte machen, die in diese Richtung gehen. Also das finde ich auch sehr schön. Ja, auch unsere Einnahmen sind schon geringfügig gestiegen. Ich glaube, wir sind vorhin bei 7.100 gewesen, jetzt sind wir schon bei 7.3. Ja, und wir haben immer noch nicht wirklich eine Unzufriedenheit. Wir könnten noch irgendwo investieren. Ja, wir investieren schon in ein paar Sachen. Wir könnten nochmal Beziehungen verbessern. Eigentlich immer mit dem kompletten Land oder kannst du auch auf diese unterschiedlichen Provinzen klicken? Ja. Ich kann auch auf unterschiedliche Provinzen, aber wir machen anscheinend immer mit dem Land. Ergibt natürlich Sinn, dass die internationalen Beziehungen irgendwie vom Staat insgesamt kommen. Aber mich würde schon interessieren, was passiert denn, wenn du da auf Tasmanien draufklickst? Ist das Tasmanien?
da sind wieder dieselben Aktionen für Australien wie generell. So, die mögen uns schon, oder? Wohlwollenerlagen sind 170? Oder was? Das dauert noch 170 Tage, bis wir das wieder machen können. Ach, okay. Können wir bei denen nochmal was investieren? Oder wir können das Handelsabkommen jetzt mit denen abschließen, weil wir haben ja dann vorhin schon investiert. Wir haben immer noch keine Investitionspunkte. Wir sind noch am Investieren mit denen. Ich glaube, man muss investiert haben und dann gibt es Investitionspunkte. Dann könnten wir ja ein weiteres Investitionsprojekt starten, damit wir dann schneller so nach und nach zu den Investitionspunkten kommen. Genau, positive. Ja, wir investieren gerade noch. Okay, also wir können das nicht mehrfach machen. Ja, genau. Okay. Ja. Da investieren wir auch gerade. Und in Japan warten wir noch auf Rückmeldungen, ne? Mein Handelsabkommen perspektivisch mit Japan wäre schon cool. Ja, auf jeden Fall. Ich suche gerade. Diplomatische Aktion wird durchgeführt. Investition Fidschi. Investition Australien. Investition Papua-Neuguinea. Okay. Positive Aktion. Beziehungen verbessern. Sind wir da gescheitert? Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, gerade irgendwas von Scheitern gelesen zu haben. Nee. Mit Frankreich sind wir gescheitert. Wir könnten Wohlwollen erlangen. Ach klar, komm. Ein Wohlwollenspunkt vor der ersten Investition. Ja. Machen wir. Und... Achso, hier ist... Das ist alles Indonesien, ja richtig. Unternehmen der Malaysia. Oder? Ja. Ja. Indonesien und Malaysia. Das ist natürlich jetzt doof, dass das eben nicht geklappt hat mit Indonesien, ne? Aber... Wir könnten in Indonesien trotzdem investieren, oder tun wir das schon? Nee. Nee, ne? Nee. Wir investieren in Fidschi und in Australien. Fidschi, Australien und Papua-Neuguinea. Sogar. Ah ja. Okay, dann lassen wir mal weiterlaufen. Aktion investieren wurde erfolgreich in Papua-Neuguinea umgesetzt. Schön. Ah. Die in Australien durchgeführte diplomatische Aktion Investition ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Australien minus 5. Dauer 60 Tage. Ach, das ist okay. Ja doof. Oh, Projekt Modernisierung der Landwirtschaft wurde umgesetzt. Okay. So, Investitionen hat hier nicht funktioniert. Ja. Müssen wir jetzt nochmal Wohlwollenspunkte erreichen, damit wir da wieder investieren können? Oder irgendwelche anderen Punkte? Ne, wir hätten Wohlwollenspunkte haben wir, aber wir brauchen Investitionspunkte. Und da das mit der Investition nicht geklappt hat... Genau, das meine ich. Mir geht es um die Investition, was wir dafür... Was wir noch machen können, außer abwarten. Ja. Also nee. Gibt's brauchen wir für den Bereich Investition noch irgendwas, Wohlwollenspunkte oder irgendwie? Wir bräuchten noch mal Beziehungen verbessern. Wir sind bei 118. Dann lass uns Beziehungen verbessern. Schadet ja nicht. Okay. Ja, und ein Projekt ist durch.
So, Studium der internationalen Beziehungen. Ich glaube, wir brauchen mehr Optionen, damit wir das mit der Diplomatie besser hinkriegen, ne? Ich vermute es, ja. Also, wie überall, es entwickelt sich so alles nach und nach. So, wenn ich drauf blicke, Beziehungen zu allen plus zwei. Naja, das ist jetzt nicht so viel, aber es schaltet in dem Bereich, ja, es schaltet in dem Bereich dann mehr Optionen frei. Und es ist tatsächlich auch nicht so teuer. Na gut, es kostet uns Aktionspunkte gewaltig. Wir könnten natürlich nach etwas gucken, was nicht so viele Aktionspunkte kostet, damit wir auch bald mal was bauen können. Ich gehe mal auf Abbrechen und gucke mal bei, ich weiß nicht, was westlich. Ach, hier haben wir, können wir nichts. Wirtschaftlicher Fokus. Da haben wir Tourismus und Agrarsubventionen, die haben wir uns schon angeguckt. Die waren beide super teuer. Vielleicht Finanzsystem. Ja, Staatsanleihen ist durchaus eine interessante Geschichte. Kostet auch wieder relativ viele. Kostet nur. Nur Aktionspunkte, nämlich 475. Die nationale Währung? Nationale Währung, 119 Geld, 356 ist auf jeden Fall günstiger, was Aktionspunkte angeht. Wir glauben an einen freien, unregulierten Bankenmarkt. Ich nicht so. Oh, das fände ich cool. Gemeinsame Investitionen, 594 Geld, aber nur 119 Aktionspunkte. Durch gemeinsame Investitionen mit dem Privatsektor gewährleisten wir unserem Volk eine stabile Wirtschaft. Ja, so Public-Private Partnerships können funktionieren. Ja. Wenn sie gut gemacht sind. Ich bin gerade eher bei Staatsanleihen oder nationaler Währung. Staatsanleihen knallt halt echt in unsere AP-Kasse. Geldeinnahmen plus 5, Kosten durch Schulden plus 15%. Wir sollten eventuell Schulden zurückzahlen. Das würde ich jetzt nicht machen. ich gehe mal gerade hier gucken. Wir haben Schulden 14.000. Schulden zurückzahlen. Also ich glaube, ich muss hier erst... Können wir auch machen. Ah. Ich kann hier Schulden zurückzahlen. Ja, das ist super. Alles? Ach, von mir aus. Wir kriegen ja gleich wieder was. Stimmt. Und wir haben momentan, also wir brauchen Aktionspunkte, aber wir haben nicht viele Dinge, die uns Geld kosten. Richtig. Und deswegen würde ich jetzt auch bei den Projekten tatsächlich so was suchen, wo wir kaum AP-Ausgaben haben. Diplomatie, achso, das hatten wir. Das ist dann doch teuer. Wirtschaftlicher Fokus. Das waren beides super viel, was bei Umwelt, Aktionspunkte. Ja. Grundlegender Umweltschutz. Führen Sie Gesetze ein, die Individualpersonen und Betriebe zur Einhaltung von Umweltschutzstandards verpflichten. 238 Geld, 238 Aktionspunkte. Geht, wenn ich drauf, welchen Effekt? Okay, BIP-Wachstum kriegt was, aber Umweltzerstörungsmodifikator Neuseeland minus 1. Ja, das finde ich gut. Also der Dash ins Bruttoinlandsprodukt, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Zumal wir ja noch andere Sachen machen, die das dann wieder steigern lassen. Ja. Okay, dann läuft das. Ja, Pingu. Gute Nacht. Herzlichen Dank für die lieben Wünsche. Schön, dass du da warst. So, dann...
Wir haben natürlich auch, ich habe auch nicht darauf geachtet, wie viele Aktionspunkte die Armee ausstatten gekostet hat. Vielleicht war das ein Fehler, dass wir direkt erstmal die Armee hochgeschraubt haben. Aber ich weiß es nicht. Diplomatische Aktion, Investition wird erfolgreich mit Fidschi umgesetzt. Wie schön. Was können wir jetzt mit Fidschi machen? Kooperative Aktion, Handelsabkommen. Oh ja. Das könnten wir machen. Wir haben 35 Investitionspunkte. Wir haben einen Wohlwollenspunkt. Kostet 150. Aber Investitionen Neuseeland-Fidschi plus 15 und Handelsabkommen. Steigert das. Ja, komm. Doch. Und wir könnten die Investitionspunkte auch nehmen, um den Erfolg zu steigern. Auf 85. Ja, das ist eine gute Idee. Ist dann schief geht und wir es so lange nicht machen können? Ja. Korrekt. Auf jeden Fall. So, und jetzt gucken wir mal Papua-Neuguinea. Kooperative. Können wir da ein Handelsabkommen? Ah, wir brauchen Wohlwollen mit Papua-Neuguinea. Das heißt, da würde ich jetzt mal... Achso, da machen wir gerade Wohlwollen, nehme ich an, oder? Und dann war es gescheitert? Diplomatische Aktion Beziehungen verbessern wurde erfolgreich mit Australien umgesetzt. Achso, wir machen Wohlwollen erlangen mit Japan. Stimmt, ich glaube, das war gescheitert. Beziehungen verbessern? Nee. Ja, können wir im Moment nicht. Ach, vielleicht, weil wir können kein Wohlwollen, weil unsere Beziehungen nicht gut genug sind. Vielleicht. Okay, Australien. Können wir da jetzt wieder was machen? Investitionen, Beziehungen verbessern. Ja. Achso, genau. Wir haben keine... Ja, wir müssen warten. Oh, Besiedlungsaktion. Ich kann hier in... Das ist ja spannend. Ich kann hier den Ozean claimen. Ja, wenn wir Helden der Diplomatie werden wollen, ist es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist cool, dass Suche nach natürlichen Rohstoffen. Ja, wollen wir das? Das ja, würde ich mal ausprobieren wollen. Ja gut, wer sucht, mal, der findet. Ja. Kolonierohstoffe entdecken. Kostet uns ein paar Ressourcen von hier oben, wenig Aktionspunkte und wenig Geld. Und 100% Erfolgschance. Ja. Das würde ich mal rundherum machen. Das dauert auch noch 5 Runden. Also dann auch einmal hier. Und einmal hier. So, mir zieht es aber langsam tatsächlich die Augen zu. Oh ja, okay. Dann klicken wir jetzt diese, dann machen wir jetzt hier gleich mal Feierabend. Also, Japan durchgeführte Wohlwollen erlangen ist fehlgeschlagen. Okay, das ist fehlgeschlagen. So, Spiel speichern. Spiel speichern. Wird das einfach mit Datum gespeichert? Kann ich gar keinen Namen eingeben? Ich bin irritiert. Ja. Also Spiel. Es ist sehr komplex und man kann sehr, sehr viele Sachen machen. Und ich will so ein bisschen ausprobieren und man sieht schon, wir müssen auf die Ressourcen warten. Aber tatsächlich sind wir jetzt gerade 1. April im ersten Jahr und wir haben 100 Jahre Zeit. Das heißt, wir haben jetzt 3 Monate gespielt. In 2 Stunden. Mhm. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Ja, wir werden eine Weile spielen, sagen wir es so. Ja, auf jeden Fall. Okay, für heute war es das mit der Dienstagspolitik. Ich bin auch ganz schön durch. Nächste Woche Dienstag.
ganz normal Dienstagspolitik, Romy. Ja. Ja. 22. Sehr machen gerne, ich freue mich drauf. Hier weiter. In Neuseeland. Es war mir eine große Ehre, mit dem Spiel hier anzufangen. Und ich finde es total geil. Und ich merke irgendwie, ich bin auch kaputt, aber ich könnte jetzt noch die halbe Nacht weiter. Aber wie es Tradition ist in der Dienstagspolitik, hat Romy das letzte Wort. Ich freue mich total, dass wir dieses Spiel angefangen haben. Es überfordert mich gerade noch ein bisschen und meine Augen auch. Aber ich glaube, das werden einige schöne Runden Dienstagspolitik mit Neuseeland und der Welt. Ich freue mich drauf. Danke. Dem ist nichts hinzuzufügen. Einen zauberhaften Abend wünsche ich euch allen. Gute Nacht, bis nächste Woche.